Am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft richten sich die Augen auch auf eine ganz besondere Begegnung. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping werden am Mittwoch zu Gesprächen zusammenkommen. Die Beziehungen zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt sind seit langem sehr angespannt. Biden und Xi haben sich seit dem G20-Gipfel vor einem Jahr im indonesischen Bali nicht mehr persönlich gesehen. In den Gesprächen soll es offenbar um den anhaltenden Handelskonflikt, die Drohungen Chinas gegen Taiwan sowie die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gehen. Joe Biden hat sich einen besonderen Ort ausgesucht, um Xi Jinping zum Gespräch zu empfangen. Der US-Präsident und der chinesische Staatschef ziehen sich in ein schickes Anwesen mit üppigen Gärten in den Hügeln südlich von San Francisco zurück, um in Ruhe miteinander zu reden. Diese Bilder von den zwei Männern, die an der Spitze der zwei größten Militär- und Wirtschaftsmächte stehen, sollen auch ein Signal an die Welt aussenden. Die USA und China sind nicht kurz davor, den nächsten internationalen Großkonflikt zu starten. In den vergangenen Monaten der kompletten Funkstille zwischen den beiden mächtigen Männern machten sich Sorgen breit, dass die Beziehungen zwischen den beiden Staaten in einen echten Konflikt abrutschen könnten. Biden und Xi bemühten sich in Kalifornien, Ängste vor einer Konfrontation zu zerstreuen, zumindest nach außen hin. Der US-Präsident tritt nach dem Gespräch ohne seinen Gast vor die Presse, spricht von einem konstruktiven Treffen, von wichtigen Fortschritt und positiven Schritten. Auch Xi schlägt in der kalifornischen Idylle versöhnliche Töne an. Für zwei große Länder wie die USA und China sei es keine Option, sich gegenseitig den Rücken zuzukehren, sagte er zu Beginn des Treffens. Es sei unrealistisch, dass die eine Seite die andere umkrempeln könne und ein Konflikt oder eine Konfrontation hätten unerträgliche Folgen für beide Seiten. Doch hinter den Kulissen ging es nicht nur harmonisch zu. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter berichtet, Xi habe dort zum Thema Taiwan anhaltende Bedenken geäußert und angemerkt, dies sei das größte und potenziell gefährlichste Konfliktfeld der Beziehungen zu den USA. Xi habe zwar gesagt, er plane keine militärische Aktion und China wolle eine friedliche Wiedervereinigung. Der chinesische Präsident sei allerdings schnell dazu übergegangen, Bedingungen durchzugehen, unter denen Gewalt zum Einsatz kommen könnte. An konkreten Ergebnissen haben die beiden Präsidenten nur wenig vorzuweisen. Eine Vereinbarung zum Kampf gegen die Einfuhr der Droge Fentanyl aus China in die USA, was beiden vor allem innenpolitisch im Wahlkampf helfen dürfte. Beide Seiten machen keinen Hehl daraus, dass sie Konkurrenten sind und nicht Freunde. Ein Moment zum Abschluss von Bidens Pressekonferenz machte das auf besondere Weise deutlich. Auf die Frage einer Reporterin, ob er Xi nach dem Treffen an diesem Tag weiter als einen Diktator bezeichnen würde, sagte Biden: Schauen Sie, das ist er. Umständlich schiebte Biden nach: Xi sei ein Diktator in dem Sinne, dass er ein kommunistisches Land führe, das auf eine Regierungsform basiert, die sich komplett von unserer unterscheidet. Nach diesem Kommentar dürfte Bidens Telefon bald klingeln. Das waren die konstruktivsten Gespräche, die wir jemals hatten, betont Biden. Das rote Telefon zwischen beiden Militärs wird wieder installiert, um Krieg aus Versehen im südchinesischen Meer zu vermeiden. Auch wollen die Chinesen helfen, den Drogennachschub zu beschränken und keine Fentanyl-Vorprodukte mehr liefern, immerhin. Aber traut Biden dem Chinesen nun über den Weg? Ob ich ihm traue? Ich traue und überprüfe, so Biden, der auf Nachfrage Xi auch weiterhin für einen Diktator hält, aber weil mächtig man dennoch miteinander ja auskommen muss. Dennoch, Joe Biden hält es für einen Erfolg, und das mit dem Diktator, um das vielleicht noch einmal zu erwähnen, hat er ja auf Nachfrage noch einmal bestätigt, dass er das weiterhin so sieht. Konnte er aber, glaube ich, auch gar nicht anders aus innenpolitischen Gründen, sonst wäre ihm das auf die Füße gefallen. Man hätte ihm das als Einknicken vor China dann vorgeworfen. Und ich glaube, der chinesische Präsident, der, so heißt es ja, hohes Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen auch hat, wird es ihm vielleicht nicht mehr ganz so krumm nehmen wie noch im Sommer.
Mehr Wohlstand für den fernen Osten und nicht weniger als die Führungsrolle der Region in der Weltwirtschaft, das hat sich die APEC-Konferenz in Wladiwostok, Sibirien, vorgenommen. Letzten Endes will die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft im pazifischen Raum eine Freihandelszone einrichten. Zum Gipfel werden bis Ende September mehr als 10.000 Besucher erwartet. 21 Delegationen aus den USA, China und Japan und anderen Pazifikanrainern Asiens, Ozeaniens und Amerikas. Vor der Weltwirtschaft hat der APEC-Gipfel erst einmal das bisher eher verschlafene Wladiwostok belebt, 7 Zeitzonen oder mehr als 6.000 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt. Moskau hat fast 17 Milliarden Euro über die Region ausgeschüttet für einen neuen Flughafen, Brücken und Umgehungsstraßen. Viele mögen den Geruch frischer Farbe. Weites Feld für die Regierungskommission, die Russland im Namen Wladimir Putins umsteuern soll, in Richtung seines fernen Ostens, weg vom krisengeschüttelten Europa. Verstärkter wirtschaftlicher Integration sollen die 21 Staaten des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums APEC der Weltwirtschaftskrise trotzen. Dies regten China und Russland auf dem APEC-Gipfel in Wladiwostok an. In der Euro-Krise sehen die Gipfelteilnehmer eine Wachstumsbremse für den asiatisch-pazifischen Raum. Wegen des Wahlparteitags der Demokraten vertritt sie US-Präsident Barack Obama in Wladiwostok.